So, na, wir fahren jetzt in die Fabrik, holen uns Ziegel. Haben wir jetzt auch die Lastengänge freigespielt, aber gekauft, dass ich auch die drei Gänge dazu habe. Also die Lastengänge hast du nicht gehabt? Ja, nur den Standard halt. Ah, okay. Jetzt habe ich mal Offroad. Oder Lasten Plus und so, das ist ja schon super dann. Go! Dass einmal was weiter geht da. So, den Anhänger nehme ich retour mit. Du musst dir das Upgrade dazu kaufen, nehme ich an. Ja, genau, ein anderes Getriebe habe ich mir quasi eingebaut. Ah, okay. Upsi. Upsi, sagt er. Du vorbei bist. So, Anhänger ziehen, ziehen, passt. Aber wie geil das ist, wenn man einen richtigen Truck hat, Alter. Was meinst du? Wenn ich da denke an den ganz ersten, Alter. Achso, na gut, der erste ist. Ah, heißer. Ja. Obwohl ich so überlegt habe, es gibt sicher auch lustige Challenges dann, die man machen kann. So zum Beispiel, dass man sagt, okay, man nimmt den ersten. Man muss von dorthin, dorthin, weißt du? Da musst du überlegen, welchen Weg machst du am besten. Jetzt nicht den ersten Tag, aber irgendeinen anderen zum Beispiel, dass du irgendwas sagst, mit Fletzter zum Beispiel. Ja. Von der Werkstatt aus dann, weiß ich nicht, zur Fabrik oder so.
Das war jetzt Arsch. Was denn? Kann ich jetzt entladen? Ich hab das falsch hier aufgeladen. Das ist einfach beim Fracht entfernen. Ich kann nur sagen laden. Du hast es schon geladen. Ich hab sie schon geladen. Ja, ja, dann kannst du die dann im Truck quasi entladen oder entfernen, besser gesagt hast du es dann. Ah, da. Danke. Aber ich dachte nämlich, er gibt mir gleich das Richtige rauf. Ein fliegender Stecken. Der jetzt auf meiner Windschutzscheibe landet. Ich weiß nicht ehrlich, ob ich das irgendwie geladen habe. Ich kann da Betonblöcke und Stahlträger laden. Okay. Und? Das wäre wurscht gewesen wahrscheinlich dann. Es wäre wurscht gewesen wahrscheinlich, wo ich es auflade, oder? Wo du es hinladest, ist egal. Weil er zeigt mir zwei verschiedene Orte an, wo ich es abholen kann. Ich dachte, ich muss da dort bestimmten Sachen abholen. Nein, das ist egal, du. Ah, okay. Das, was du halt brauchst, musst du halt holen. Einfach von wo dann? Okay, weil dann hätte ich den Anhänger da mitnehmen können, aber egal. Nehmen wir den da mit. Und wenn ich da jetzt eigentlich bin, kann ich nicht. Stahldreher brauche ich dann eh in der Stadt. Achso, kann ich nicht mit dem hier einen Anhänger um. Ohne Anhänger kommen. Und einfach dazu zurück, die Straße folgen. Folgen. Da oben bist du. Folgen. Ja, ich habe die Aufgabe meiner Fabrik gemacht. Mhm. Jetzt brauche ich den Bohrplatz. Ist das, wo du den Auflieger brauchst, oder? Ja, genau, der das steht, aber den muss ich dann irgendwann zum Schluss machen, weil jetzt habe ich den Anhänger mit. Den brauche ich dann eh für die Stahlträger mal. Eins nach der Wanne. So. Genau. Eins nach der Wanne. Das geht schon gut voran. Ich habe einen falschen Beton drauf, servus. Danke. Ich habe einen falschen drauf. Das ist mir Arsch. Ich bin ganz wortwörtlich scheiße. Oh, also, um ihn auf den Punkt zu bringen, der klingt scheiße. Mit zwei verschiedenen Beton oder wie? Anscheinend. Muss ich mal nochmal hinschauen. Was hast du jetzt oben? Dankeschön, Kampfhander. Beton. Und was brauchst du? Betonplatte. Aber ich denke mal, das sind eh Betonplatten.
Wir dachten uns, es ist wurscht, wo wir was abholen. Beim Lagerhaus habe ich die Betonplatten abgeholt. Okay, ich habe Betonblöcke drauf. Okay. Danke. Merci. Dann fahren wir wieder zurück. Hoppala. Stimpet und Blöcke. Ah, und das ist es. Die Betonplatten kriege ich dann nur in der Stadt und hier die Stahlträger. Babam. Danke. Bitte. Ich fahre über den großen Fluss. Danke, danke, Kampfander. Über den großen Fluss müssen wir. Er hat ein knallrotes Gummiboot. Ja, danke. Ich und Chat lesen ist ein bisschen eine heikle Geschichte. Ich schaue schon immer wieder drauf, aber wenn ich da jetzt in einem Game voll fokussiert bin, dann vergesse ich da jetzt. Hoppi! Ach geil, da kann man runterschauen auf die Raffel. Aber danke, dass du trotzdem treu weiterhin zuschaust, auch wenn ich nicht antworte. Ich wollte nur sehen, wie du die Betonplatten falsch ablieferst. Und wie du dich dann ärgerst dort. Genau, den wollte ich jetzt eben mitnehmen bei unserem Lager. Wen denn, Herbert? Nein, mit Franz. Von Humanik. Und haut sich da jetzt runter. Ja, das stimmt. Woher bist du? Ich bin a Ösi. Bayern, a Bayern. Ist ja fast einer von uns. Das gehört ja schon fast dazu, oder umgekehrt. Heuer war echt, also letztes Jahr war ich echt mal im schönen München. Heuer! Da ist er wieder mal reingefallen. Im Fluss. So, ich nehme die Aufgabe an, nachdem du die bis jetzt noch nie angenommen hast. Welche? Die. Achso, hast du schon angenommen, oder was? Aha. Aha. Habe ich nämlich gekriegt. Ja. Upsi! Ja. Upsi! Ja, 60 Kilometer ist nicht weit. Ich muss mir dachte, dass ich da falsch da stehe.
Ja, das stimmt. Warm, Alter. Was stimmt, sitzt und hat Luft? Der Anhänger sitzt jetzt gut. So, kurzer Check. Wir fahren da jetzt geradeaus. Bild mal an, bin ich nicht über diesen Bob. Achso, da über das Dings bin ich gefahren, genau. Sagen wir so, wir haben hier jetzt angefangen, ja, aber wir haben schon eine Session auf der PlayStation hinter uns vor ein paar Jahren. Aber jetzt wollten wir am PC. Aber eigentlich nur Michigan. So, so. Nur Michigan, ja. Und jetzt wollen wir halt mehr, jetzt wollen wir da. Jetzt wollen wir mehr. Jetzt wollen wir mal mehr. Jetzt wollen wir mal eine Schneeballschlacht starten. Ja genau, jetzt wollen wir mal Schnee sehen. Also derzeit spielen wir Medieval Dynasty. 7 Days. Aber sonst spielen wir eigentlich auch cool viel. Wir haben schon FIFA jahrelang gespielt, Formel 1, Shooter, alles durch eigentlich. Ja, stimmt. Nein, beide eigentlich nicht. Was dann? Ob wir mal Interesse an Dark Souls oder so haben. Dark Souls ist wirklich so meine Richtung. Hm? Dark Souls, also ganzen Souls-Spiele sind überhaupt nicht mein. Ja, sind überhaupt nicht. Das einzige, wo ich wirklich knapp davor war, es zu holen, war, weil das ein Riesen-Hype war, war Elden Ring. Na, ich hätte gerne das, dieses Pinocchio-Spiel geholt. Aber das ist auch so. Ja, das ist auch so, sage ich. Soulsberg. Was ich jetzt unlängst angefangen habe, ist Remnant from the Ashes. Das ist ja auch so Souls-like. Aber das ist wirklich heavy. Ich glaube, ich muss bald danken, oder? Ich fasse auch meinen Tank vergessen, hat nur 180 Liter drin, aber. 180 ist eh viel. Das ist die Hälfte. Wenn ich nicht schaue irgendwann, oder? Ist das Wecker? Ja, genau, so ist like a Shooter. Also, vom Thema. Alter. Vom Thema hätte mich dieses Pinocchio-Spiel wirklich sehr interessiert, muss ich sagen. Aber das nutzt nichts, wenn ich es mir auch kaufe, wenn ich es mir hole und dann nur Frust habe. So, Lieferung zum Bohrplatz am Bohrer. Einen Bohrer hätte ich mit. Aber ich brauche leider einen Ölbohrer, einen normalen Bohrer. Reicht's nicht. Du, ich meine keine Mini-Bohrer. Ah, aber vielleicht reicht das. Der Suche nach Öl. Muss ein bisschen spritzen können.